Herzlich willkommen zu dieser Montagsausgabe von Kontrafunk aktuell am 28. November. Ja, wir von Kontrafunk, wir sind schon froh, dass es die Digitalisierung gibt, denn die hat es möglich gemacht, dass Sie uns jetzt in diesem Moment hören können. Schließlich hören Sie uns über die Kontrafunk-App oder Ihren Internetbrowser. Dass gerade für die Endgeräte und technische Spielereien die Digitalisierung etwas Spannendes und Nützliches ist, das ist unbestritten. Aber es gibt auch berechtigte Kritik, und zwar am Hype der Digitalisierung. Darüber sprechen wir mit Frau Dr. Maria-Luise Wolf. Wir reden über ihr Buch, das heißt Die Anbetung, über eine Superideologie namens Digitalisierung. Möglichst ohne Ideologie, mit dem Wunsch nach Annäherung, hat der Petersburger Dialog Treffen zwischen deutscher und russischer Gesellschaft, Politik und Wirtschaft organisiert. Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine hat man sich jetzt dazu entschlossen, im nächsten Jahr den Petersburger Dialog zu beenden oder darüber abstimmen zu lassen. Wir sprechen dazu mit Alexander Rahr vom Petersburger Dialog. Wir haben einen Technikcheck von Helge Tufa für Sie. Da widmet er sich nochmal den Spielereien der großen Technikvisionäre in Sachen Raumfahrttechnologie. Andreas Peter hat außerdem die Medienschau für Sie. Auf geht's in diese reichhaltige Infostunde. Ich freue mich, ich bin Gernot Danowski. Sie hören Kontrafunk, die Stimme der Vernunft. Ja, ich weiß, man soll ja mit Namen nicht um sich werfen, aber ich mache das jetzt trotzdem mal. Ministerpräsident AD Matthias Platzek, Bundesminister AD Ronald Pofalla, Ministerpräsident AD Dr. Lothar de Maizière, Hermann Gröhe, Dr. Franz Josef Jung, ehemalige Verteidigungsminister Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und so weiter und so weiter. Was haben die alle gemeinsam? So ist es. Alle sind sie Mitglieder der deutschen Seite vom Petersburger Dialog. Der Petersburger Dialog wurde 2001 als bilaterale Tagung gegründet, die sich gesellschaftlichen Zeitfragen und Fragen der deutsch-russischen Beziehungen widmet. So steht es auf der Internetseite. Ja, Dialog gerade im Zusammenhang mit Russland und eine entsprechende Annäherung klingt seit dem Krieg in der Ukraine ja ziemlich utopisch. Dieser Tatsache war es dann wahrscheinlich auch geschuldet, dass am Dienstag letzte Woche die Meldung zu lesen war, der Petersburger Dialog wird im ersten Quartal 2023 über seine Auflösung abstimmen. Was vom Petersburger Dialog bleibt, was alles erreicht und was nicht erreicht wurde und was vielleicht doch noch folgt, darüber sprechen wir jetzt mit dem Osteuropa-Historiker, Publizist und Politikberater Alexander Rahr. Er ist ebenfalls Mitglied der deutschen Seite des Petersburger Dialogs. Guten Tag, Herr Rahr. Guten Tag, Herr Danowski. Herr Rahr, Sie haben angekündigt, über die Auflösung im ersten Quartal 2023 abstimmen zu lassen. Das liegt natürlich, wie Sie es auch begründet haben, am Krieg Russlands in der Ukraine. Aber hätte es nicht vielleicht doch Gründe gegeben, den Dialog weiterlaufen zu lassen? Also es ist so, dass jetzt während des Krieges in der Ukraine ein ehrlicher, offener, auch ein konstruktiver Dialog mit der russischen Seite, jedenfalls mit der politischen Seite, unmöglich erscheint. Einfach unmöglich ist, weil die russische Seite natürlich ihr Narrativ nach außen hin trägt und Deutschland sich natürlich die Seite der Ukraine gestellt hat und Russland hier ganz scharf wegen des Krieges verurteilt. Also es käme kein kompromissreiches Gespräch zustande. Ich muss aber sagen, dass der Petersburger Dialog selbst eigentlich bis 2014, aber auch darüber hinaus, für mich ein Erfolg war. Zur Geschichte. Vor 20 Jahren hat Präsident Putin damals gerade an der Macht in Russland dem Bundeskanzler Schröder vorgeschlagen, einen solchen Dialog zu gründen. Und Ziel war es damals, zu versuchen, zwischen Deutschland und Russland eine Verständigung herbeizuführen, eine Aussöhnung, die auch so funktionieren sollte wie die Aussöhnung zwischen Deutschland, Frankreich, Deutschland, England und Deutschland, westeuropäische Staaten. Und am Anfang funktioniert, denke ich, auch dieses Gespräch. Und die Schieflage, die später entstanden ist mit den Jahren,
innerhalb des Petersburger Dialogs. Sie entstand dadurch, dass einfach verschiedene Vorstellungen vom Dialog existierten. Die russische Seite wollte über Sicherheitsprobleme diskutieren, über ein gemeinsames Europa, über deutsch-russische Beziehungen auf politischer Ebene und auf anderer Ebene, Annäherung Russlands an Europa über Deutschland. Und die deutsche Seite hat, nachdem Schröder weg war und Frau Merkel diesen Dialog übernommen hat, als Schutzherrin, wollte die deutsche Seite nur einen Dialog der Zivilgesellschaften führen. Also vornehmlich mit russischen zivilgesellschaftlichen Organisationen, von denen viele natürlich regimekritisch in Russland sind. Die Russen haben das zunächst mitgemacht, dann haben sie gesagt, wir wollen diesen Dialog so nicht gestalten. Und es kam dann in den letzten 10 Jahren immer wieder zu Konflikten, zu größeren Streitigkeiten, zu Irritationen, dann haben sich jedenfalls in der politischen Gruppe des Petersburger Dialog die Leute nicht mehr verstanden. Wenn ich mal kurz dazwischen fragen darf, was genau hat der Petersburger Dialog denn eigentlich gemacht? Der Petersburger Dialog war keine Jahresveranstaltung, wie er in den Medien immer wieder dargestellt wird. Die eigentliche Arbeit des Petersburger Dialogs war auch nicht auf die Politik gerichtet, sondern sie verlief in den 10 Arbeitsgruppen. 10 Arbeitsgruppen, das ist schon eine Menge. Und diese Arbeitsgruppen tagten auch abwechselnd innerhalb eines Jahres, einmal in Russland, einmal in Deutschland. Und ich leitete damals praktisch fast 20 Jahre lang die Zukunftswerkstatt. Das war ein Dialog der Jugendlichen aus Russland und Deutschland. Und ich muss sagen, für mich waren dort schon Erfolge zu verzeichnen. Ich habe nämlich die russischen Teilnehmer auf den Obersolzberg in dieses Anti-Hitler-Museum geführt, ihnen vor Augen geführt, wie Deutschland zu seiner Vergangenheit steht. In der Körperstiftung in Hamburg haben wir viel über gemeinsame Geschichte gesprochen. Es gab Streitgespräche, es gab viel Verständnis und wir sind aus meiner Sicht weitergekommen. Genauso weitergekommen sind die Journalisten, die an gemeinsamen Tagungen teilgenommen haben in der Umweltgruppe oder in der Gruppe Wissenschaft und Kultur. Das wäre nämlich so auch meine Frage gewesen. Wie sah denn der Dialog auch von der russischen Seite aus? Sie haben gerade gesagt, dass sich dann mit Angela Merkel da ein bisschen was gewandelt hat. Wenn man diese 10 Teilaspekte mal nennt, das war Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Bildung und Wissenschaft, Kultur, Medien, Zukunftswerkstatt, Kirchen in Europa, Gesundheit und ökologische Modernisierung. Da kommt ja schon wirklich ganz schön was bei rum. Wie war denn die Resonanz von der russischen Seite? Na, die russische Seite sah das, denke ich, mehr oder weniger positiv. Der Vorwurf an die russische Seite von der deutschen Seite war immer der, dass aus deutscher Sicht dort zu viele Offizielle zu finden waren. Also Mitglieder des russischen Ausschusses und der russischen Delegation im Handverlesen aus dem Kreml waren. Ich teile so die Kritik nicht. Es waren zum Teil also immer wieder Oppositionelle dabei in meiner Zukunftswerkstatt. Waren damals ständig junge Russen dabei, die heute von dem Krieg ins Ausland weggezogen worden sind, also Russland verlassen haben, die demokratische, liberale Gesinnung waren. Es gab natürlich auch konservative junge Russen, die mitdiskutiert haben. Also für die Russen war das schon eine Bereicherung, ein solcher Dialog. Und für uns eigentlich auch. Und deshalb, Ihre Frage ist völlig richtig. Meine Antwort darauf ist, wir haben uns nicht nur auf die Politik konzentriert. Da hätten wir sowieso vielleicht nicht so viel ausrichten können. Das wäre ja die Sache von Merkel und Putin gewesen, in Gesprächen Politik zu machen. Wir haben uns über die gesellschaftliche Kooperation verständigen wollen und in vielen Dingen das ja auch gemacht. Wir haben viel erreicht. Wir haben gemeinsame Ausstellungen organisiert, gemeinsame medizinische Einrichtungen gegründet, eine gemeinsame Zeitung unterhalten in der Mediengruppe über Jahre hinweg. So lief der Dialog und ich muss sagen, viele, viele europäische Länder haben uns nicht nur bewundert, uns Deutsche, sondern ein bisschen beneidet, dass wir diesen Dialog mit den Russen hatten. Allerdings muss ich natürlich sagen, dieser schreckliche Krieg hinterlässt natürlich all diese Errungenschaften in einem Scherbenhaufen. Und den wieder aufzukehren, wird natürlich lange dauern und schwierig werden. Würden Sie sagen, abgesehen von den institutionellen Erfolgen, also der Gründung der Zeitung zum Beispiel oder das Krankenhaus, das Sie da zusammen auf den Weg gebracht haben, ist vielleicht die viel wichtigere Komponente des Vertrauensschaffens, des Miteinandersprechens, die persönliche Ebene? Also haben sich dann auch auf persönlicher Ebene Kontakte ergeben und dadurch ist Vertrauen geschaffen worden? Ja, aus meiner Sicht schon. Wenn Sie jemand anderen fragen, ist wahrscheinlich im Umkehrschluss nichts erreicht worden. Wenn Sie einige, sagen wir mal, russlandkritische deutsche Stiftungen fragen, die dann Verbote bekommen haben, überhaupt in Russland agieren zu können, werden Sie Ihre Frage anders beantworten, sehr negativ. Aber jetzt abseits von diesen Streitigkeiten, die natürlich auch den Petersburger Dialog überschatteten, ob bestimmte deutsche NGOs in Russland fungieren können oder nicht, hat es, denke ich, einen sehr breiten Dialog gegeben, der Netzwerke knüpfen ließ,
der Freundschaften entstanden ließ, Vertrauen entstehen ließ, auf das man weiterhin auch bauen kann. Und in einer Zeit, wo, sagen wir mal, für einen Dialog mit Russland, für eine Zusammenarbeit mit Russland von Seiten des Staates eben weniger Geld in Deutschland vorhanden war oder ausgegeben wurde, als zum Beispiel für die jahrzehntelange Kooperation und Verständigungsarbeit mit Frankreich, Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg, war der Petersburger Dialog so eine Anlaufstelle, auch für alle Stiftungen, alle NGOs, die sich nach Russland hin orientieren und mit den Russen zusammenarbeiten wollten. Der Petersburger Dialog koordinierte dieses und veranstaltete halt in einem Jahr eben diesen großen Event, einmal in Russland, nicht immer nur in St. Petersburg oder in Moskau, sondern auch in vielen regionalen Städten Russlands, die wir somit kennenlernen konnten. Und umgekehrt konnten die Russen natürlich auch nach Deutschland fahren und viele schöne deutsche Städte kennenlernen. Das hat, denke ich, uns schon näher gebracht. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass eine gewisse Staatsnähe aus russischer Seite organisiert worden ist. Jetzt muss man aber auch sagen, natürlich die ganzen Damen und Herren, die ich jetzt am Anfang genannt habe, die sind ja auch alles aus dem Bundestag oder Bundesminister. Und wenn man die Unterstützer für den Petersburger Dialog sieht, kann man sich auch nicht beklagen, dass da so ein bisschen das Who is Who auftritt. Heinrich-Böll-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, Heinz-Seidel-Stiftung. Also da gab es schon ordentlich Unterstützung auch, oder? Ich stimme Ihnen zu und ich finde, uns steht so eine Art Doppelmoral auch nicht zu Gesicht. Wir kritisieren sehr oft die Russen für das, was wir selber auch tun. In der Tat waren von deutscher Seite aus ständig Vertreter des Kanzleramtes oder des Auswärtigen Amtes auch Teile des Dialogs. Das Geld für den Dialog kam hauptsächlicherweise von der deutschen Regierung und nicht von der Wirtschaft oder nur teilweise von den Stiftungen. So gesehen ist der Vorwurf, dass nur die Russen die politischen Kader zu einem solchen Dialog schickten und die Deutschen nur rein NGOs, nicht richtig. Aber ich habe Ihnen diesen Vorwurf der deutschen Seite genannt, weil er eigentlich der Auslöser auch für die vielen Konflikte in den letzten Jahren gewesen ist, wo die deutsche Seite darauf beharrt hat, einfach dass von russischer Seite eben weniger Offizielle, sondern hauptsächlich auch Vertreter der von Kreml nicht unterstützten, aber teilweise auch verfolgten Opposition oder NGOs teilnehmen würden. Und einige hat es ja auch gegeben, wenn die Medien, die heute den Petersburger Dialog in Deutschland so scharf kritisieren, mal sich die Mühe gemacht hätten, sich in die Arbeitsgruppen zu begeben oder die wirklich in die Jahresveranstaltungen, die Podiumsveranstaltungen zu beobachten, dann hätten die festgestellt, dass es dort schon sehr, sehr harte Auseinandersetzungen gegeben hat, vor allen Dingen in den letzten Jahren zwischen dem Vorsitzenden der deutschen Seite, Herrn Pofalla, und der russischen Delegation unter Leitung vom Ex-Premierminister Subkov. Da hat man sich nichts geschenkt, da hat man das gesagt, was man übereinander dachte. Und der Vorwurf heute der deutschen Seite, wir hätten vielleicht viel mehr tun müssen, um den Krieg zu verhindern, verstehe ich nicht. Wir haben alles gesagt, was wir denken. Wir haben uns an die Seite der Ukraine gestellt in diesem Dialog. Die Krim-Annexion wurde verurteilt. Die russische Seite hat bloß ihre eigene Narrative und ihre Vorwürfe an die deutsche Seite auch breit getan, für die wir dann wiederum überhaupt kein Ohr offen hatten. So gesehen muss natürlich die Aussage stimmen, dass der Dialog eben in den letzten Jahren, vor allen Dingen nach 2014, wirklich nicht mehr so freundschaftlich, freundlich, verständnisvoll geführt wurde, keine Kompromisse gesucht wurden, sondern man sich dann ins Gesicht Dinge sagte, die man davor lieber immer verschwieg oder die man sich nicht sagen muss. Jetzt tobt aktuell in der Ukraine ein furchtbarer Krieg und aktuell scheint es ja eigentlich nur der Geheimdiplomatie zwischen Russland und dem Westen, wenn überhaupt, erlaubt zu sein, so miteinander zu kommunizieren. Das kriegen wir alles nicht mit, aber auf absehbare Zeit scheint ein Dialog mit Russland, eine Annäherung, eine wirtschaftliche Zusammenarbeit eher unmöglich zu sein, offiziell zumindest. Hegen Sie aber nichtsdestotrotz die Hoffnung, gerade weil Sie ja auch für die Zukunftswerkstatt verantwortlich waren, dass es mit dem Dialog in einem neuen Gewand oder vielleicht mit neuen, völlig anderen Ansätzen irgendwie wieder weitergehen kann? Ich finde darauf keine Antwort. Ich sage nur, wir warten ab, wie der Krieg endet. Er kann ja auf verschiedene Art und Weise enden. Vielleicht werden wir ein ganz anderes Russland vorfinden, das wieder selbst den Dialog mit dem Westen suchen wird. Vielleicht werden wir gezwungen sein, auch angesichts der Schwere des Konflikts, dieses wunderbare Wort, das Sie benutzt haben, Geheimdiplomatie zu pflegen und unsere Kanäle, die es auch über den Petersburger Dialog gibt, zu nutzen, um hinter den Kulissen die notwendigen Gespräche zu führen. Ich erinnere immer daran, vor 30 Jahren zerfiel die Sowjetunion
Und Sie im Westen, war ja damals bei Radio Freies Europa in München, wir hatten null Kontakte in die Sowjetunion. Und erst nach mühseligen Aufbauarbeiten vieler Jahre haben wir es erreicht, Netzwerke zu knüpfen. Aber die Netzwerke müssen eigentlich heute funktionieren. Ich glaube nicht daran, dass die meisten Russen jetzt so hinter der Kreml-Politik stehen. Und es werden sich immer wieder Möglichkeiten ergeben, auch direkte Dialoge zu führen und Gespräche zu führen. Vorsichtig, aber sollte man tun. Wahrscheinlich jetzt nur noch im Rahmen der Geheimdiplomatie. Aber ich erinnere auch, dass die deutsche Geheimdiplomatie mit Russland immer gut gefahren ist. Ich erinnere an Hans-Dietrich Genscher, dem es damals gelungen hat, eben über eine hervorragende Geheimdiplomatie innerhalb von 2 Jahren den Oligarchen Khodorkovsky damals aus dem russischen Arbeitslager nach Deutschland zu kriegen. Es ist noch nicht ganz sicher, wie es ausgeht, aber für das erste Quartal 2023 hat der Petersburger Dialog seine Auflösung anvisiert, beziehungsweise die Abstimmung darüber. Über Erfolge, Misserfolge und vielleicht die Aussicht darauf, wie es weitergehen kann, sprachen wir mit dem Dialogsmitglied Alexander Rahr. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Danowski. Digitalisierung ist mir ein großes Herzensanliegen. Zitat Christian Lindner, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Friedrich Merz twitterte, von Österreich können wir in Sachen Digitalisierung einiges lernen. Kanzler Scholz sagte, ohne Digitalisierung wird die Regierung keine der laufenden kommenden Krisen lösen. Und Alice Weidel von der AfD, digitale Wüste, Deutschland belegt im internationalen Vergleich nur noch den 70. Platz bei der Netzabdeckung. Hat sie getwittert. Ja, Sie merken schon, egal aus welcher politischen Ecke, es kommt immer irgendwas zum großen Thema Digitalisierung. Und irgendwie haben wir doch alle das Gefühl, ja, das ist genau das, was es braucht. Aber was ist das eigentlich nochmal, Digitalisierung? Und ist das eigentlich wirklich uneingeschränkt gut, wenn wir immer mehr Digitalisierung wollen? Wir sprechen jetzt dazu mit Frau Dr. Marie-Luise Wolf. Sie leitet als Vorstandsvorsitzende die Entega AG, einen der großen deutschen Energieversorger in öffentlicher Hand, und ist Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. Darüber hinaus sitzt sie in zahlreichen Gremien und Aufsichtsräten, unter anderem im Kuratorium der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Sie hat zum Thema Digitalisierung ein Buch geschrieben, Die Anbetung, über eine Superideologie namens Digitalisierung. Guten Tag, Frau Dr. Wolf. Ja, guten Tag, Herr Danowski. Ja, Sie kommen ja aus der sogenannten Realwirtschaft und kennen sich da richtig gut aus. Was unterscheidet denn diese Realwirtschaft von der sogenannten Tech-Wirtschaft? Ja, aus meiner Sicht besteht der Unterschied in 4 Hauptelementen. Jedes Unternehmen der Realwirtschaft, das ist der erste Punkt, hat eine eigene, ganz eigene Geschäftsidee. Viele Unternehmen der sogenannten neueren Tech-Wirtschaft haben dagegen allein das Geschäftsmodell der Werbung. Das heißt, sie arbeiten gar nicht an eigenen Geschäftsmodellen, an eigenen Erfindungen, investieren nicht in eigene Anlagen, sondern die Werbeeinspielung ist der Motor des Gewinns. Der zweite Unterschied ist aus meiner Sicht, dass das sogenannte technologische Element dieser neuen Tech-Unternehmen oder der neuen Tech-Wirtschaft eben nicht in Fortschritt und Innovation liegt, sondern allein in der Nutzung digitaler Technik wie beispielsweise Algorithmen oder Internet. Ja, und das tun sie, um an Kundendaten zu gelangen und werten dabei auch permanent persönliche Nutzerdaten aus. Und der dritte Aspekt und Unterschied ist, dass alle diese werbeorientierten Tech-Unternehmen das Ziel haben, bei ihren Nutzern eine Art Suchtpotenzial zu erzeugen, damit möglichst viel Werbegeld bei ihnen ankommt. Damit verstärken sie gleichzeitig, wie wir das ja jetzt auch deutlich erleben, Tendenzen wie Polarisierung der Gesellschaft, Extremismus in politischen Meinungen oder auch Vereinsamungstendenzen in unserer Gesellschaft, vor allem bei
Jugendlichen. Und das vierte und letzte Element, also Unterschiedselement, was ich ja auch in meinem Buch deutlich anspreche, ist, dass alle diese sogenannten werbeorientierten Tech-Unternehmen oder alle neueren Tech-Unternehmen des Silicon Valley einen Monopolstatus anstreben und das auch, ich sag mal, ganz ungenannt verkünden in der Welt und damit den Wettbewerb auf Märkten verringern. Ja, Sie kennen sich ja wirtschaftlich ja auch richtig gut aus. Sie sind ja da mittendrin. Das klingt ja fast schon so ein bisschen nach einer großen finanzwirtschaftlichen Blase, oder? Ja, ganz genau. Und das merken wir ja inzwischen auch ein wenig. Sie wollten das ohnehin ansprechen. Also wenn man sich mal anguckt, wohin sich die Aktienwerte beispielsweise von Facebook entwickelt haben in den letzten 12 Monaten, dann sind die abgestürzt, beispielsweise Facebook von 300 auf 100 Euro. Jetzt in den letzten 2 Wochen ging die Nachricht durch die Medien, dass sie 10.000 oder 11.000 Mitarbeiter entlassen wollen. Ähnliches liest man natürlich über Twitter und ähnliches liest man auch über Tesla. Also fast alle der Tech-Werte sind im Jahr 2022 und gerade die neueren kräftig abgestürzt. Die Digitalisierung hat ja zweifelsohne für Leute, die auch technisch affiner sind, ja, gerade was so die Endgeräte angeht, durchaus Verbesserungen oder zumindest interessante Aspekte, Erleichterungen gebracht. Kleines Beispiel, es gibt diese wunderbare Kamera im Kühlschrank, dieses Food Storage Management, wie es etwas hochtrabend vielleicht heißt, aber doch interessant. Das heißt, man kann von Supermarkt aus sehen, was habe ich eigentlich zu Hause noch im Kühlschrank. Aber das hat ja auch immer eine Kehrseite. Worin liegt denn die Gefahr und die zerstörerische Kraft, nicht nur für die Wirtschaft, sondern für unsere Gesellschaft? Sie haben es vorhin schon angesprochen, gerade Jugendliche zum Beispiel leiden auch darunter. Ja, ganz genau. Also ob ich so eine Storage-App wirklich toll finde oder so eine Storage-Kamera, weiß ich noch nicht. Aber gut, das muss jeder selbst entscheiden. Also fest steht, ich sag mal, die gute Seite der Digitalisierung ist ja, dass sie zu Vereinfachungen in den meisten Prozessen der Wirtschaft, der Gesellschaft, des Alltags führt. Ja, ohne einen digitalen Kalender läuft heute fast keiner mehr durch die Welt. Und auch in der Wirtschaft haben wir enorme Vereinfachungen durch digitale Prozesse erreicht. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel aus meiner Industrie. Ja, Anlagensteuerung bei Windenergieanlagen geht heute alles digital. Das heißt, ich brauche nicht mehr dahin fahren und gucken, ob die Anlage steht, sondern das sagt mir eine Software. Allerdings müssen wir uns aus meiner Sicht noch mal stärker klar machen, dass Digitalisierung allein kein einziges Problem von Bedeutung und keine große Herausforderung unserer Ära löst. Zum Beispiel, ich nenne mal ein paar Beispiele, die notwendige Transformation in eine totale Kreislaufwirtschaft, die Beförderung von Nachhaltigkeit, Schutz der Artenvielfalt, Schutz vor Klimaschäden, notwendige Anpassung an Heißzeiten. Ja, wir wollen nicht nochmal so ein A-Hochwasser erleben. Was müssen wir da tun? Rückhaltebecken bauen und so weiter. Das sind alles keine digitalen Prozesse, sondern höchst analoge Dinge, die wir tun müssen. Und die Bekämpfung und Beseitigung all dieser ja existenziell bedrohlichen Probleme beruhen auf ganz anderen als digitalen Transformationsschritten. Und an denen haben wir in den letzten 20, 30 Jahren nun nachgewiesenerweise viel zu wenig gearbeitet. Ja, wir haben uns den Kopf voll gemacht mit digitaler Zaubertechnik, haben dabei vergessen, dass wir zum Beispiel an einem A-Hochwasser extrem leiden oder an Feuer oder ja alles, was wir gesehen haben im letzten Sommer, das hat ja nichts mit digitaler Bekämpfung zu tun. Ja, vielleicht noch der Alarm. Aber das Vermeiden von solchen Katastrophen, da müssen wir unbedingt ran und da nutzt nun mal Digitalisierung sehr wenig. Kommen wir mal zu Ihrem Titel Anbetung. Wer betet denn wen oder was an? Also ich habe es eingangs in der Anmoderation schon gesagt, jeder hat das Thema ja auf dem Schirm. Manche vielleicht ein bisschen kritischer, aber im Großen und Ganzen ist die Resonanz in der deutschen Gesellschaft, das ist ja fast schon mantraartig aus jeder Richtung. Ja, also warum der Titel erstmal? Also warum man das anbetet, hat wieder mit verschiedenen Faktoren zu tun. Ich habe ja in meinem schon längeren Berufsleben auch mal für Sony gearbeitet, auch einen Tech-Wert. Und da hieß es immer, einer der Haupt sogenannten USPs, also Alleinstellungsmerkmale von den Sony-Geräten war easy to use. Ja, die erklären sich selbst, die sind ganz einfach verständlich. Ja. Ich mache die an und weiß sofort, was ich damit tun kann.
Das ist ein sehr überzeugendes Merkmal von digitaler Technik auch. Ja, ich brauche das nicht lange zu erklären, das erschließt sich von selbst. Meine Mutter schreibt SMS, macht Skype und alles Mögliche mit 83. Das ist faszinierend. Da machen wir uns mal nichts vor. Das ist einfach faszinierend, ja, dass sowas möglich ist. In der Wirtschaft hat die Anbetung ganz andere Gründe. Viele übersteigerte Erwartungen und Hoffnungen, die mit sogenannten Digitalunternehmen verbunden sind. Beispielsweise Facebook, da habe ich den Abwärtstrend eben schon geschildert. Aber ich sag mal, diese ganzen Gig-Transportunternehmen, Gig-Unternehmen nennt man die ja heute sogar. Ja, Gorillas, Feodora, diese Food-Transportunternehmen. Dann das ganze Zeug an Rollern und Fahrrädern, die wir hier rumstehen haben. Die sind ja gegründet auf Investorengeld. Gewinne sind meistens noch nicht gemacht worden, auch nach 10, 15 Jahren noch nicht. Und das ist ein Hype, der da verspricht, du machst mit kaum Investitionen einen Riesenreibach. Ja, und nachhaltige Geschäftsmodelle sind das natürlich nicht. Ja, wir erleben gerade, dass dieser türkische Lieferant Getir plötzlich alles aufkauft. Ne? Eben waren noch Gorilla-Filialen eingerichtet. Gestern hat Getir die übernommen. Das sind ja alles Geschäftsmodelle, die nicht halten. Ja, die eine Menge Leute, eine Menge Kapital verschlingen, ohne einen Wert für die Gesellschaft darzustellen. So, aber die Anbetung besteht in der großen Hoffnung auf riesige Gewinne und riesige, ja, Gewinne auch von Eigentümern. Meistens hängen da dran natürlich ausbeuterische Anstellungsverhältnisse. Auch das sollte man nicht aus den Augen verlieren. Die Leute, halbselbstständige Fahrer und so weiter, die nichts verdienen und ja am Ende mit einem Brief rausgeschmissen werden, wie ich das des Öfteren erlebt habe. Das sind alles Probleme, die mit diesen Unternehmen kommen. Was mich dazu noch, ehrlich gesagt, furchtbar ärgert, sind die Mission Statements oder Missionen, mit denen diese Unternehmen losgehen. Facebook hat zum Beispiel sowas wie, wir bringen weltweite Verständigung und Frieden in die Welt. Ich meine, das ist grotesk, was zum Teil in den Mission Statements da zu lesen ist. Ja, und diese Versprechen an die Wirtschaft, ja, schnell und einfach reihenweise sogenannte Einhornunternehmen gründen zu können, ohne viel Startkapital, ohne Know-how, die nachhaltig und wie von selbst übers Internet Milliarden von Umsätzen und Gewinnen erbringen. Das ist der Hauptfaktor Anbetung. Wie ist es denn zu dieser Anbetung gekommen und warum sprechen Sie da von der Superideologisierung? Das gibt ja schon so ein bisschen die Richtung Ihres Buches vor, dass Sie da eine große Gefahr in der Digitalisierung sehen. Ja, also die Anregung, ehrlich gesagt, kam dadurch, dass ich so in den 10er Jahren 2014, 15, 16 des Öfteren in Amerika war und auch im Silicon Valley, auch bei 2, 3 Delegationsreisen, auch in Singapur, also in Asien auch. Und das hat sich jetzt etwas gelegt, aber wir sind ja damals sozusagen in Prozessionen dorthin gefahren, hingezogen als Manager. Und das wurde uns auch von der deutschen Politik immer als die Unternehmen und deren Chefs wurden uns als die Superhelden der neuen Wirtschaft vorgestellt. Und das hat mich von Anfang an irgendwie geärgert. Ja, ich war bei Google, ich war bei Facebook und immer nur wurde über Hiring gesprochen und wie toll die sind und wie innovativ. Und das Geschäftsmodell ist aber immer nur Werbung. Ja, das habe ich so vielfach erlebt, dass man denkt, meine Güte, ja, unsere normale Wirtschaft wird hier völlig entwertet, ist ja auch an Finanzwerten ablesbar. Und diese Unternehmen werden in den Himmel gehoben. Das finde ich interessant. Wie war das denn von der Anmutung? Also kann man sich da fast das vorstellen, dass Sie wie bei einem neu gekrönten König dann vorstellig werden durften und mit Ihrer Delegation dann ein paar Gastgeschenke abgeben durften und einen Slot von einer halben Stunde und oh, ich durfte ihm ein Taschentuch reichen. Also alles so ein bisschen, hat man so eine Aura von Devotismus dann schon so ein bisschen gespürt? Ja, durchaus. Ich kann Ihnen erzählen, wir waren bei Tesla. Das können Sie sich überhaupt nicht ausmalen. Da wurden wir dann alle, wir waren irgendwie 60 Delegationsteilnehmer, wir wurden alle in so eine Art Spielzeugbahn gesetzt. Ja, so eine Touristenbahn, die elektrisch, die hier durch die Städte auch fährt und so. Alle saßen wir eng gedrängt in dieser Spielzeugbahn und vorne an der Lokomotive stand jemand mit einem Mikrofon und hat uns die schöne Welt von Tesla erklärt. Und wir sind dann da durchgefahren.
dieser Typ hatte keine Ahnung von dem Unternehmen und ich habe den nachher gefragt, also nur in den größten, schönsten, pathetischsten Schilderungen, was der Elon Musk alles geschafft hat und wie schnell und wie erfolgreich und so weiter. Dann habe ich ihn nachher gefragt, sagen Sie mal, sind Sie hier eigentlich Mitarbeiter? Und dann hat er gesagt, nee, ich bin Schauspieler. Also die haben Schauspieler engagiert, um uns da durchzuführen. Nicht schlecht, was man sich da nicht alles kosten lässt. Aber Sie haben gerade angesprochen, Elon Musk als große Lichtgestalt. Sind diese aktuellen Entwicklungen bei Twitter und Elon Musk vielleicht auch so ein bisschen beispielhaft für die Problematik oder sind sie vielleicht auch Anzeichen für einen Wandel? Ich meine, wir sind nicht nur bei Twitter. Es war ja auch so, dass diese Apple Keynote fast ein Gottesdienst gewesen ist. Ja, genau. Also ist das vielleicht so diese Glorifizierung der Führungsfiguren vielleicht auch ein Problem? Absolut. Also absolut. Ist ein richtiges Problem. Man muss ja sagen, also die Helden der Wirtschaft sind heute Steve Jobs, Jeff Bezos und Elon Musk. Das sind so die Helden der Jugend auch, wenn man die nach Wirtschaft fragt. Nun ist es ja so, auch die Tesla-Aktie ist jetzt in den letzten 12 Monaten von 350 Euro auf 160 Euro runtergeknallt. Die war ja auch schon mal bei 700, 800. Allerdings, Sascha Lobo hat gestern oder vorgestern geschrieben, ist nur eine kurze Delle vor dem neuen Luftholen. Das kann man nicht wissen. Und ich muss sagen, trotz des eklatanten Missmanagements von Herrn Musk bei Twitter, wird er in weiten Teilen der Gesellschaft und Wirtschaft immer noch für einen Vorzeigemanager gehalten. Selbst unter den Politikern der gegenwärtigen Bundesregierung wird von dem geschwärmt und seinem Stil. Ich halte den für einen Autokraten, ja, und autokratisches Management ist eigentlich schon lange vorbei. Aber ich höre immer wieder bewundernde Bemerkungen über ihn. Jetzt gehen wir mal von der Digitalisierung vielleicht wieder ein bisschen Richtung analoge Welt. Sie werben in Ihrem Buch auch für eine Renaissance des Analogen. Ist das vielleicht nicht anachronistisch? Ist der Zug vielleicht nicht wirklich abgefahren? Naja, also ich treffe ja folgende Unterscheidung in meinem Buch. Wir brauchen Digitalisierung für unser Prozessmanagement und zwar in jedem Zweig der Wirtschaft brauchen wir das. Digitalisierung ist aber, und das müssen wir uns mal klar machen, nicht mehr als ein Tool, ein Instrument. Ja, von der Betriebsführung durch handschriftliche Kladden zur Schreibmaschine, zum Computer, zum Algorithmus für die Auswertung von Kundendaten. Das sind ja alles Tools. Ja, aber was man sich wirklich klar machen muss, Digitalisierung löst nicht solche Themen, die ich schon angesprochen habe. Transformation in eine klimaneutrale Gesellschaft, wo wir ja hin müssen, das löse ich doch nicht durch Digitalisierung. Und gerade in diesen Monaten und Jahren merken wir, die Bekämpfung ist nur möglich mit sehr gut ausgebildeten Fachkräften, Ingenieuren und so weiter, technischem Personal, was wir nicht mehr haben in Deutschland. Und auch dieser eklatante Fachkräftemangel, gerade in diesen grundlegenden technischen Berufen, die wir deutlich mehr brauchen, um diese Probleme zu beseitigen, zeigt, wie stark die Fehlentwicklung auch durch Anbetung von Digitalisierung in den letzten Jahrzehnten gewesen ist. Ich habe hier Digitalministerinnen und Minister durchs Land reisen sehen, die erzählt haben, jedes Kind braucht ein iPad und dann wären die alle schlau. Ja, das ist doch der totale Quatsch. Ja, aus meiner Sicht brauchen wir eine ganz andere Bildung und Ausbildung, gerade in den analogen technischen Fähigkeiten. Da würde ich gerne vielleicht etwas überspitzt mal die Frage stellen. Also ich sehe zum Beispiel, mein Schwiegervater hat gerade mal ein Handy, kein PC, führt ein glückliches Leben, führt noch einen analogen Kalender, ist so richtig oldschool, aber er kommt zurecht. Und da frage ich mich, müssen wir vielleicht bald den jüngeren Menschen von Älteren Seminare anbieten, dass die wieder lernen, keine digitale Kompetenz, sondern analoge Kompetenz zu erlernen? Das ist eine ganz, also vielleicht überspitzt, aber wird es darauf hinauslaufen? Ich fürchte, ja. Das hat mit Technik zu tun, das hat aber auch mit Kommunikation zu tun. Wenn ich heute manchmal mitkriege, wie sich Menschen unterhalten, indem sie sich nur Worte zuschmeißen und nicht mehr differenziert sprechen, dann sehe ich das genauso, wie Sie es beschreiben. Das sind ja auch die basischen analogen Fähigkeiten, die man haben muss, ja, sich differenziert mal mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und aus meiner Sicht geht da viel verloren. Wir haben jetzt lange über die Digitalisierung gesprochen und darüber, dass wir wieder ein bisschen mehr in die analoge Welt zurückkehren wollen.
Sie haben aber nicht nur über Digitalisierung ein Buch geschrieben, sondern auch über ein schön analoges Thema. Das ist so analog, da spürt man beim Lesen gleich das Prickeln im Mund, nämlich das Prickeln des Champagners. Nämlich den Roman Die Unbeirrbare. Da geht es um die Witwe Clicquot. Im 18. Jahrhundert hat es sicher noch keine Digitalisierung gegeben, aber auch damals musste man ordentlich innovativ sein. Ganz kurz, worum geht es in dem Buch und was ist vielleicht der aktuelle Dreh, das, was man für die heutige Zeit sich so ein bisschen genauer anschauen kann oder im Hinterkopf haben sollte, wenn man das Buch liest? Ja, mir ging es in dem Buch um eine Frau, die ich seit 10 Jahren, ja, vor 10 Jahren eigentlich entdeckt habe. Das ist diese Witwe Clicquot, 1766 geboren in Reims, deren Mann sehr früh und unvermittelt stirbt und sie gründet das Unternehmen neu und führt es zu einer großen Blüte. Das ist die Firma Veuve Clicquot, ein Champagnerhaus in Reims. Und mich hat daran interessiert, wie kann eine junge Frau, die war Mitte 20, als der Mann starb, stand mit einem kleinen Kind da. Wie geht das eigentlich, ja, in einem Zeitalter, wo Frauen keine Konten führen durften, schon gar keine Firma, praktisch nicht in die Schule gingen, keine Ausbildung hatten. Wie kann so eine Frau dann so ein Unternehmen aufbauen? Wie hat die das eigentlich hinbekommen? Und was man in dem Buch ja merkt und liest, ist, wie viel Ausdauer man beweisen musste, um ein Unternehmen nach vorne zu bringen. Wie viel Spaß das aber auch macht, ja, wie viel Freude diese Frau daran hat. Und dieses Thema Ausdauer und Biss und ich setze mich durch, dass das sozusagen ein Marathon ist, das war mir ganz wichtig. Und das ist im Grunde auch ein Buch, was ein bisschen einen anderen Weg geht als die Elon Musks dieser Welt. Okay, inwiefern? Bei einer Idee bleiben, nicht 5 Unternehmen gleichzeitig. Viel Wert auf Mitarbeiter legen, auf eine kollegiale Mitarbeiterführung und Kollegen, ein kollegiales Team bilden. Das hat sie ja auch schon gemacht, schon ganz früh. Und das ist sozusagen ein Gegenmodell zu dem heutigen Startup-Hype, wo Leute meinen, ganz schnell machen wir hier einen Riesenwind und einen Riesengewinn. Die Mitarbeiter behandeln wir eigentlich alle schlecht, bezahlen sie schlecht, lassen sie über das normale Ausmaß an Stunden arbeiten und so weiter. Das sind ja ausbeuterische Systeme. Und dagegen ist dieses Unternehmen der Veuve Clicquot ein absolutes Gegenbeispiel. Und ein Familienbetrieb wahrscheinlich, von der Pike aufgezogen, mit Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber. Ich spreche Ihnen gegenüber auch meine Wertschätzung aus. Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch über Ihre beiden Bücher. Viel Erfolg natürlich, alles Gute für die Zukunft und danke für Ihre Zeit. Wir sprachen zu dem Thema Digitalisierung und über das Buch Die Unbeirrbare von der Witwe Clicquot mit Frau Dr. Marie-Louise Wolf. Dankeschön. Ja, bitte gerne. Willkommen zurück bei Kontrafunk aktuell am Montag. Sie haben es gerade schon gemerkt, ne? Heute haben wir es so richtig mit der Technik, ne? Gerade haben wir die Chancen und Risiken der Digitalisierung besprochen, aber wir haben auch über die Herren geredet, wie zum Beispiel Bezos oder Musk, die diese Digitalisierung vorantreiben. Gerade wenn es um die Weltraum- und Raumschiffträume der ambitionierten Konzernchefs geht, da gucken wir gerne mal genauer hin, was die sich da für Spielzeuge bauen oder gerne bauen möchten. Und das alles so zu erklären, das kann keiner so schön wie Helge Tufa. Jetzt für Sie in Kontrafunk aktuell in Tufas Technikcheck, gelesen von Burkhard Müller-Ulrich. In der letzten Woche habe ich mir erlaubt, unsere verehrten Philanthropen und Multimilliardäre für ihr Engagement in der Raumfahrt pauschal abzuwatschen. So ganz fair ist das nicht, denn auch hier muss man differenzieren. Richard Bransons Spaceship Two wird von einem Trägerflugzeug abgeworfen und erreichte 2018 mit einem hybriden Raketenantrieb zum ersten Mal eine Gipfelhöhe von etwas über 80 Kilometern, inklusive einiger Minuten Schwerelosigkeit. Das klingt nett und wurde zum ersten Mal im Juli 1962 von Robert White mit einem X-15-Raketenflugzeug nach Abwurf aus einer B-52 erreicht. Jeff Bezos' New Shepard bringt es immerhin seit 2021 im bemannten Flug auf eine Gipfelhöhe von etwas über 100 Kilometern. Das hat der Namenspatron Alan Shepard allerdings schon im Mai 1961 mit einer Mercury Redstone und einer Gipfelhöhe von 187 Kilometern weit übertroffen.
Die beiden Herren hatten also 20 Jahre lang Spaß und Publicity mit der Raumfahrt und konnten guten Freunden mal ein richtig ausgefallenes Event bieten. Darüber hinaus haben sie aber nur Dinge reproduziert, die die NASA schon Anfang der 1960er Jahre geleistet hatte. Der dritte der Raumfahrtmillionäre ist allerdings kein kleingeistiger Nachahmer, sondern der einzige Innovator der Raumfahrt im 21. Jahrhundert. Elon Musk hat mit SpaceX die Raumfahrt revolutioniert. Nicht technisch, nicht physikalisch, sondern betriebswirtschaftlich. Die Falcon 9 hat praktisch alle nicht staatlich subventionierten Konkurrenten aus dem Markt gefegt, und zwar mit den gleichen Methoden, die Henry Ford Anfang des 20. Jahrhunderts eingesetzt hatte. Radikale Standardisierung aller Bauteile und aller Prozesse bei gleichzeitiger Maximierung der Stückzahlen. Die gesamte Flotte von SpaceX verwendet genau einen Triebwerkstyp, eine einzelne SLS, deren 3, ebenso eine Ariane 5. Vom Haupttriebwerk der Ariane 5, dem technisch brillanten Vulcan 2, wurden 2022 bis jetzt 2 eingesetzt, im letzten Jahr 3. Vom Standardtriebwerk der Falcon, dem Merlin 1D, kamen 2022 54 neu produzierte Exemplare zum Einsatz, 405 wurden wiederverwendet. Die Grundstufe der Falcon Heavy besteht aus 3 weitgehend identischen Grundstufen der Falcon 9. In allen Stufen der Falcon 9 kommt dieselbe Treibstoffkombination zum Einsatz, Kerosin und Flüssigsauerstoff, die nicht die leistungsfähigste, aber die günstigste am Markt ist. Die zweite große SpaceX-Innovation, die Wiederverwendbarkeit der Erststufen, ist brillant, spielt aber für den Geschäftserfolg nur indirekt eine Rolle, indem sie den Einsatzbereich des Standardträgers verbreitert. Die sekundensynchrone Landung zweier Booster ist ein super toller Anblick. Ob es für die Kosten oder auch nur für die Umwelt ein Vorteil ist, muss man hinterfragen. Diese Stufenrückführung kostet unglaublich viel Energie. Die Falcon Heavy schafft ohne Stufenrückführung 64 Tonnen in die Erdumlaufbahn, bei komplettem Recycling der 3 Grundstufen nur noch 25 Tonnen. Das ist nicht mehr als die kleine Falcon 9 schafft, wenn man die erste Stufe bis zum letzten Tropfen nutzt und dann wegwirft. SpaceX bzw. deren Kunden können sich also bei mittleren Nutzlasten immer zwischen der recycelbaren Falcon Heavy und der wegwerfbaren Falcon 9 entscheiden. Diese Entscheidung erfolgte seit 2018 genau 2-mal zugunsten der wiederverwendbaren Falcon Heavy, aber 11-mal zugunsten der wegwerfbaren Falcon 9. Das ist auch nicht verwunderlich. Bei einer Falcon 9 wirft man die erste Stufe weg, das heißt 22 Tonnen, hauptsächlich eine Aluminiumlegierung, deren Herstellung grob geschätzt 200 Tonnen CO2 verursacht hat. Bei einer Falcon Heavy für die gleiche Nutzlast wirft man keine der Erststufen weg, aber man muss 247 Tonnen zusätzliches Kerosin verbrennen, um die Wiederverwendung zu ermöglichen, was etwa 780 Tonnen CO2 zusätzlich in die Atmosphäre bläst, plus mindestens 50 Tonnen für die Bereitstellung des ebenfalls zusätzlich verfeuerten flüssigen Sauerstoffs. Das Klima gewinnt bei einer Wiederverwendung von Raketenstufen also nichts. Bezüglich der Kosten sieht es sicher etwas besser aus, denn in einer Raketenstufe stecken natürlich nicht nur Rohstoff, Energie und damit CO2-Emissionen, sondern auch zahllose Arbeitsstunden. Wir kennen die Kostenkalkulationen nicht im Einzelnen, aber die 11:2 Entscheidung der Kunden für die Wegwerfrakete spricht gegen einen durchschlagenden Kosteneffekt der Wiederverwendung. Dass die Falcon Heavy jüngst nach über 3 Jahren Pause überhaupt wieder zum Einsatz kam, lag daran, dass die Nutzlast der US Space Force auch für die wegwerfbare Falcon 9 zu schwer war. Entsprechend musste bei diesem Start auf die Rückführung der mittleren Grundstufe verzichtet werden. SpaceX hat das mittelschwere Raumfahrtträgersegment hauptsächlich durch die Standardisierung der Prozesse und die Ökonomie der großen Stückzahlen erobert. Stand heute wurden 2022 schon 52 Falcons gestartet. Nur die chinesischen und russischen Staatskonzerne können mit solchen Zahlen noch mithalten. 45 bzw. 19 Starts bisher in diesem Jahr. Alle anderen dümpeln im niedrigen einstelligen Bereich. Arianespace zum Beispiel kam auf 2 Starts.
Last but not least generiert Elon Musk mit dem Starlink-Projekt 60% seines Raketenbedarfs selbst, immerhin 64 Starts seit 2020. Das bedeutet mindestens 5 Milliarden US-Dollar Kosten für die Starts allein. Dazu kommen die Kosten für die Satelliten, die Infrastruktur und so weiter. Lassen sich mit dem Konzept Einnahmen generieren, die diese Kosten rechtfertigen? Auf zivilem Gebiet wohl kaum. Na, dann sind wir mal gespannt, ob diese Einnahmen tatsächlich generiert werden können. Das waren die technischen Gedanken von Helge Tufar in Tufars Technikcheck an diesem Montag, gelesen von Burkhard Müller-Ulrich. Liebe Hörer, für alle unter Ihnen, die ihre Augen und vor allem den Daumen mal so ein bisschen schonen möchten, sei es vom Umblättern der analogen Papierzeitung oder vom Wischen auf dem smarten Endgerät, wir nehmen Ihnen das Lesen jetzt mal so ein bisschen ab. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Medienschau von und mit Kontrafunk-Redakteur Andreas Peter. Im Zusammenhang mit Betrug bei den staatlichen Corona-Hilfen haben sich bekanntlich schon etliche Verdachtsmomente gewerbsmäßigen Betruges in Millionenhöhe ergeben, weil die Hilfen reichlich großzügig und ohne nennenswerte Plausibilitätskontrollen vergeben wurden. Nun kommt noch mehr Ungemach auf die deutsche Politik zu, denn wenn sich als zutreffend erweist, was diverse Medien, darunter Tagesspiegel, Spiegel, Bild und die Plattform von Boris Reitschuster berichten, dann dienen deutsche Corona-Hilfen zur Finanzierung islamistischer Terroristen. Vor mehr als einer Woche ließ die Generalstaatsanwaltschaft Berlin in mehreren Bundesländern 57 Wohnungen und Büros durchsuchen, davon 37 in Berlin, der Rest in Brandenburg, Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Die Ermittler beschlagnahmten dabei Datenträger und Akten. Die Großrazzia richtete sich eigentlich gegen 70 Personen. Festgenommen aber wurde nur ein einziger Mann. 24 Jahre alt, wird berichtet. Handlanger soll er sein. Und zwar von keinem geringeren als Fayez Khan Fasch. Dieser Mann, ein Flüchtling aus Syrien, tanzte den deutschen Ermittlungsbehörden schon eine Weile auf der Nase herum. Auf der Plattform YouTube provozierte er in einer Art und Weise, die für die einen klar erkennbar islamistische Züge trug, für die anderen einfach nur Sucht nach Aufmerksamkeit sei. Weltbekannt wurde er, als er im November 2020 eine Person durch Berlin peitschte, die eine Maske mit dem Gesicht des französischen Präsidenten trug, ihn als Hund und Ungeziefer beschimpfte und das Ganze als Video online stellte. Nun soll sich der Verdacht erhärten, dass er mit Hilfe diverser Strohmänner mehr als 1 Million Euro Corona-Hilfen ergaunert und nach Syrien verbracht haben soll und damit islamistische Terroristen unterstützt. Auch wenn Tagesspiegel und Spiegel Wert darauf legen, dass der Staatsanwaltschaft entsprechende Erkenntnisse nicht vorliegen. Tagesspiegel und Boris Reitschuster aber zitieren auch den Sprecher der Berliner Polizei, Benjamin Jendrow, mit den eigentlich unzweideutigen Worten, Zitat, im konkreten Fall wird sichtbar, dass anscheinend nicht mal davor zurückgeschreckt wird, staatliche Hilfen abzugreifen, um das Töten von Menschen zu finanzieren. Berlin stehe als internationale Metropole natürlich auch im Fokus terroristischer Netzwerke, weshalb es gelte, ganz genau hinzuschauen, wenn es um Finanzströme innerhalb extremistischer Strukturen gehe, so Jendrow. Selbstredend haben sich weder das Bundesinnenministerium noch Bundesnachrichtendienst oder das Bundesamt für den Verfassungsschutz zur Causa Khanfasch und Terrorfinanzierung geäußert. Wie Khanfasch unbehelligt im Sommer 2021 zurück nach Syrien gelangen konnte, obwohl er an seinem Wohnort Luckenwalde in Brandenburg, wo er von Hartz IV lebte, mit der Staatsgewalt in Konflikt geriet, ist eine der vielen Fragen, die auf Beantwortung warten. Gibt man übrigens den Namen Fayez Khanfasch bei tagesschau.de ein, also dem Internetauftritt der mit Abstand wichtigsten deutschsprachigen Nachrichtensendung im Fernsehen, erhält man exakt, richtig, 0 Suchergebnisse. Zu einem anderen Thema. Die US-Streitkräfte sind in viel mehr Ländern an nicht autorisierten Feindseligkeiten beteiligt, als das Pentagon dem US-Kongress, geschweige denn der Öffentlichkeit, also uns mitteilt. Das geht aus einem umfangreichen neuen Bericht hervor, der vor kurzem vom Brennan Center for Justice der New York University School of Law veröffentlicht wurde, wie die Plattform Telepolis jetzt mitteilte.
In dem Bericht Secret War, How the US Uses Partnerships and Proxy Forces to Wage War Under the Radar, zu Deutsch etwa Geheimer Krieg, wie die USA Partnerschaften und Stellvertreter nutzen, um einen Krieg unter dem Radar zu führen, heißt es wörtlich: Afghanistan, Irak, vielleicht Libyen, wenn Sie den Durchschnittsamerikaner fragen würden, wo die Vereinigten Staaten in den letzten 2 Jahrzehnten Krieg geführt haben, würden Sie wahrscheinlich diese kurze Liste erhalten. Aber diese Liste ist falsch. Sie liegt um mindestens 17 Länder daneben, in denen die Vereinigten Staaten einen bewaffneten Konflikt durch Bodentruppen, Stellvertreter oder Luftangriffe ausgetragen haben. Kelsey Priest, möchte man sagen. Und damit sind wir auch schon in Frankreich oder vielmehr ganz nahe. Denn Frankreichs ehemaliger Botschafter in den Vereinigten Staaten, Gérard Araud, hat die USA öffentlich in einer Art und Weise kritisiert, die aufhorchen lässt, wie jetzt das neue kolumbianische Internetportal Multipolarista berichtete. Demnach äußerte sich Araud am 14. November auf einer Podiumsdiskussion mit dem Titel »Ist Amerika bereit für eine multipolare Welt?«, die vom Quincy Institute for Responsible Statecraft veranstaltet wurde, eine Denkfabrik der George Washington Universität in der US-Hauptstadt. In einem, man könnte schon fast sagen, schockierend unverblümten Abschnitt der Podiumsdiskussion erklärte Gérard Araud, dass die sogenannte regelbasierte Ordnung eigentlich nur eine westliche Ordnung sei und dass die Vereinigten Staaten und Europa internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds IWF zu Unrecht dominierten. Araud wörtlich: Um ehrlich zu sein, war ich schon immer äußerst skeptisch gegenüber dieser Idee einer regelbasierten Ordnung, zitiert Multipolarista den ehemaligen französischen Vertreter in den USA. Damit dürfte er kein Einzelfall sein. Und damit wieder zurück zu dir, Gernot. Das war die Medienschau in Kontrafunk aktuell mit Andreas Peter. Liebe Hörer, Sie kennen vielleicht dieses wunderbare Heinz-Erhardt-Gedicht über die Jagd. Da heißt es, über den Jäger: Auch eine Flinte hat er mit, gefüllt mit feinstem Schrote. Und wenn er damit schießt und trifft, gibt's beiden Hasen Tote. Ja. Was Heinz-Erhardt uns flapsig und humoristisch präsentiert, ist in Wirklichkeit aber auch eine sehr ernste Angelegenheit. Die einen lieben die Jagd, die Natur, das Anpirschen, die Gesellschaft und das Essen vom selbst erlegten Wildbret. Und andere finden das Schießen, das Töten, das Zubereiten und die Tatsache, dass alles normal und gesellschaftlich anerkannt ist, einfach nur schlimm und unerträglich. Grund genug für uns von Kontrafunk, 2 Menschen zu suchen und zu finden, die sich in ihrer Einstellung nicht krasser unterscheiden könnten. Deswegen sollten Sie es nicht verpassen, heute Abend um 20.05 Uhr Kontrafunk kontrovers einzuschalten. Unsere Diskussionssendung, moderiert von Carlos Gebauer. Es geht um das Thema Jagd. Sehr heikle Geschichte. Die Wiederholung der Sendung ist dann um 23.05 Uhr. Und mit diesem Programmtipp darf ich mich ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Morgen begrüßt Sie bei Kontrafunk aktuell Marcel Joppa. Ich bin Gernot Danowski. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Montag. Tschüss.